bist ja jetzt mit dem U-Cruise in Brasilien eine sehr weite Strecke geflogen von, wie viel waren es? 446 Kilometer. Ja, und das klingt natürlich nach einem Schirm, der ganz viel Leistung hat. Kannst du uns gerade zu der Leistung was sagen? Ich bin ja die meiste Zeit mit Freunden mit zwei Linern geflogen. Da musste ich mich schon anstrengen, halt hinterherzukommen, aber von der Geschwindigkeit war das kein Problem. Und auch das Gleiten hat mich überrascht. Es war wirklich sehr, sehr gut. Konrad, sagst du uns noch etwas zu der Sicherheit des Schirms? Also die Sicherheit, was die Sicherheit anlangt, sind wir stolz darauf, dass wir doch trotzdem viele Punkte in A haben, was die Tests anlangt. Dass die Grenze zur C ist irgendwo halt im beschleunigten Klapper zu sehen. Aber der Schirm ist einfach sehr, sehr stabil und klappt sowieso selten. Also wenn man ihn aktiv fliegt und in turbulenten Bedingungen eigentlich unbeschleunigt fliegt, dann haben wir wirklich einen sehr, sehr sicheren Schirm. Oder kannst du uns etwas zu der Technik des U-Cruise von Aircross erzählen? Der U-Cruise hat 65 Zellen. Das ist enorm viel für einen B-Schirm. Ja, wir haben lange gebraucht, das richtige Profil zu bekommen. Haben dann eine relativ ausgeprägte Sharknose auf den Schirm draufgebaut mit sehr kleinen Eintrittskanten, was halt den Widerstand sehr verringert. Liegt satt in der Luft, sehr nickstabil. Man kann in turbulentesten Bedingungen wirklich schön cruisen. Vielleicht kannst du was zu der Entwicklungsgeschichte erzählen. Wir haben 3 Jahre an dem Schirm entwickelt, um ihn so hinzubekommen, wie wir ihn haben wollen. Und so viele Prototypen wie vorher noch nicht. Ich glaube, es waren über 10. Konrad, kannst du etwas zu dem Handling des U-Cruise sagen? Also der U-Cruise hat ein sehr, sehr feines Kurvenhandling. Das war uns sehr wichtig, da haben wir drauf geachtet. Er ist sehr nickstabil, so dass, ja, dass man in die Thermik schön gerade reinkommt und der Thermik die meiste Fläche bietet. Das Aufziehverhalten ist relativ langsam verzögert, was einem eben die Möglichkeit gibt, das gut zu kontrollieren. Und durch die kleinen Öffnungen, ja, fühlt er sich etwas langsamer. Das hat einen enormen Vorteil in steilen Startgeländen oder wenn starker Wind ist, dass es einen nicht aushebelt. Man kann ihn auch schnell in die Spirale bekommen, aber wenn man moderat zieht, kann man eng und trotzdem flach in der Thermik drehen. Also an den ersten Tagen, die wir in Brasilien geflogen sind, war es sogar überraschend, dass ich gesagt habe, Leute, lass uns mal ein bisschen Gas geben, und die anderen waren erstaunt, wie gut ich eben von der Geschwindigkeit her mitkam. Wenn mit den Zweilinern dann gepusht wurde, dann wurde es halt eng, aber ich denke schon, dass wir da einen Schirm in der B-Klasse haben, der von der Leistung eigentlich viel eher in C anzusiedeln ist, aber eben doch diese Sicherheit mitbringt. Und ja, das war einfach perfekt für mich von der Mischung her, dass ich einen schnellen Schirm habe bei starken Windbedingungen, einen sehr sicheren Schirm, wenn es dann mal turbulenter in den Bergen wurde, gerade dann auch bei starken Windbedingungen. Also es war eigentlich die perfekte Schirmwahl. Es macht einfach Spaß, damit auf Strecke zu gehen. Natürlich haben wir keine Kosten und Mühen gescheut, und sowohl bei der Zellenanzahl als auch bei der Materialauswahl. Und insofern ist es dann auch einer der teuersten Schirme geworden, die wir je gebaut haben. Aber wir wollten halt für die Klasse eigentlich das Beste und haben uns eben auch Zeit gelassen. Und der Erfolg rechtfertigt das, denke ich, und einfach die tollen Flüge, die wir auch jetzt hier auf Teneriffa haben machen können, bestätigen das nur noch. Kannst du uns etwas zu den Größen bzw. Gewichtsbereichen des U-Cruise sagen? Also der U-Cruise ist vorgesehen in 4 Größen. Der S geht bei 60 Kilo los bis 85, M 75 bis 100 und L 90, 115. Der XL soll dann 100 bis 130 werden. Das ist ein relativ weit gesteckter Gewichtsbereich. Man muss bei dem U-Cruise nicht unbedingt am oberen Ende fliegen, weil er recht schnell getrimmt ist. Er steigt zwar auch sehr gut, aber selbst bei meinem Rekordflug bin ich den L geflogen mit 108, 107, 108 Kilo, obwohl er bis 115 geht. Und das bei sehr, sehr heftig starken Windbedingungen. Da geht er eigentlich auch im mittleren Gewichtsbereich gut vorwärts.